Der Cottbuser Hauptbahnhof ist zum Bahnhof des Jahres gekürt worden. Den Titel verlieh die Allianz pro Schiene. Nach umfassenden Modernisierungen ist aus dem Zweckbau ein zeitgemäßer und kundenfreundlicher Bahnhof geworden. Mehr zum Juryurteil und ein Ausblick in die Zukunft des Bahnhofs seht ihr morgen bei uns im Programm. Und damit herzlich willkommen bei LTV aktuell am Mittwoch. Das Land Brandenburg führt neue 2G-Regeln ein. Ob diese im Einzelfall zur Anwendung kommen, dürfen Veranstaltende selbst entscheiden. In diesem Fall ermöglicht es den Corona-Geimpften und Genesenen mehr Freiheiten. Nach diesem Modell gelten für Veranstaltungen und deren Gäste kaum noch Corona-Einschränkungen. Schutzmaßnahmen wie Maske, Abstand und die Begrenzung der Personenzahl entfallen. Ausgeschlossen ist das 2G-Modell im Handel, Nahverkehr und öffentlichen Einrichtungen. Weiterhin führt das Kabinett ein Ampelsystem zur Bewertung der Infektionslage ein. Ausschlaggebend für die Beurteilung der Corona-Situation ist künftig, wie viele Patienten im Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt werden. Der entscheidende Maßstab ist die Auslastung des Gesundheitssystems. Im CTK Cottbus werden derzeit 3 an Covid-19 erkrankten Patienten behandelt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 120. Der Branitzer Park ist um eine weitere Attraktion reicher. Gestern wurde der ehemals private Bereich des fürstlichen Rehgartens der Öffentlichkeit präsentiert. Fast 100 Jahre wurde dieser Teil des Branitzer Parks der Natur überlassen. Nun erstrahlt er wieder in neuem Glanz, fast genauso wie es Pückler einst selbst geplant hatte. Der sogenannte Rehgarten liegt zwischen Schloss und Gärtnerei. Es war ein privater Bereich, in den Besucherinnen und Besucher nicht hinein durften. Das war Freunden Pücklers und besonderen Gästen vorbehalten. Zudem hielt der Fürst hier zahme Rehe und Hirsche, die dem Rehgarten auch seinen Namen verliehen haben. Pückler verarbeitete aber auch gerne persönliche Momente in seinem Park, so auch im Fall des Rehgartens. Es ist wie immer im Park eigentlich, oder zumeist sind das Erinnerungen an sein Leben. Der Fürst hat ja besondere Orte gesehen, er hat besondere Menschen getroffen, Lebewesen liebgewonnen, Tierbegräbnisstätten befinden sich ja hier. Und es gibt natürlich auch besondere Episoden seines Lebens. Und eins ist ja die Episode, dass er als junger Mann, wo er noch so richtig in seiner Tatendrangphase war, extrovertiert mit einem von zahmen Hirschen gezogenen Kutschenwagen unter den Linden am Café Kranzler vorgefahren ist. Und das ist tatsächlich passiert. Und das nimmt er sozusagen hier als altersweiser Mensch nochmal auf. Gleichzeitig ist der Rehgarten auch ein Gedenkort für Pücklers Schwiegervater, dem preußischen Staatskanzler Fürst Karl August von Hardenberg. Der hatte übrigens einst dafür gesorgt, dass aus Graf Pückler ein Fürst wurde. Möglich wurde die Wiederherstellung des Rehgartens durch Fördermittel aus dem deutsch-polnischen Interreg-Projekt. Es ist in diesem Zuge des Pleasure Grounds, da ist das Venusbeet dabei, da wird die Venus Capua folgen, also hier im Inner Circle von Branitz mit dem Rehgarten ungefähr 500.000 Euro ausgegeben worden für 180 Meter Wege, für Büsche, für Sträucher, für 3 Stege, für die Wiederherstellung des, unserer Fließe, die hier vom Branitzer Park übrigens in den Ostsee gehen. Und insofern gibt es auch eine wassermäßige Verbindung zwischen Cottbus an der Spree und dem entstehenden Ostsee. Und es geht alles durch den Rehgarten von Branitz, der jetzt hier wieder erstellt ist. 2008 starteten die Planungen für den Wiederaufbau. Dafür wurden jede Menge Entwürfe und Karten ausgewertet. Die älteste stammt aus dem Jahr 1846. Und auch das lange Zeit zugewachsene Areal war eher ein Fall für Archäologen als für Landschaftsarchitekten. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn hier so ein Areal knapp 100 Jahre nicht gepflegt worden ist, dann verbreitet sich Wildwuchs, das Laub wird nicht mehr entfernt, Wiesenflächen werden nicht mehr gemäht, das wächst alles langsam zu. Und Wege, die existiert haben, die sind irgendwann nicht mehr zu sehen und verdecken sich aus einer Schicht von Erde und Laub und ähnlichem mehr. Und die war tatsächlich 25 cm im Mittel stark. Und ja, deswegen muss man tatsächlich regelrecht archäologisch nach diesen alten Strukturen suchen. Das haben wir getan. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und ist ab sofort für alle Besucherinnen und Besucher offen. Die neuen Wege, Bänke und Brücken sollen schließlich auch benutzt werden. Nur neue Zuchtrehe und Hirsche wird es nicht mehr geben. Da spielt der Tierschutz nicht mehr mit.
Der bekannte Cottbuser Schriftsteller Juri Koch feiert heute seinen 85. Geburtstag. Als Journalist und Autor setzt er sich seit mehr als 60 Jahren für die sorbisch-wendische Kultur ein. Außerdem war er an der Erarbeitung der Verfassung des Landes Brandenburg beteiligt. Als politisch engagierter Bürger befasst er sich darüber hinaus mit einer Kampagne für eine einheitliche Lausitz. Neben Kinderbüchern veröffentlichte Juri Koch zuletzt die Bücher Grubenrandnotizen sowie Hanna, eine jüdisch-sorbische Erzählung. Kunst und Kultur im öffentlichen Raum erfüllt die Cottbuser Innenstadt mit Leben. Seit Corona ist der Zugang zu kulturellen Angeboten in geschlossenen Räumen nur noch eingeschränkt möglich. Kunstwerke, die mitten im Zentrum der Stadt die Straßen schmücken, sind für alle Cottbuser eine Bereicherung. Dies beurteilt auch die IHK City-Offensive so und zeichnet das Bündnis Artfrontale jetzt für ihr neuestes Projekt aus. Der Freundeskreis Artfrontale und der Cottbuser Stadtmarketing- und Tourismusverband haben 3.000 Euro von der IHK Cottbus bekommen. Das Geld gibt's für den zweiten Platz bei dem Wettbewerb City-Offensive in der Kategorie Event als Impuls für mehr. Das Artfrontale-Projekt Künstlerhäuser für Cottbus ist bei der Jury gut angekommen. Der Freundeskreis und der Stadtmarketingverband haben mit Kunstprojektionen die Innenstadt belebt. Wir hatten zuerst die Idee, dass man mal sichtbar machen müsste, was eigentlich Kunst mit dem Stadtbild auch anstellen kann, wie sich Kunst auf ein Stadtbild auswirkt, und hatten dafür zum Filmfestival am Stadthaus und auch an der Fassade der Arbeitsagentur die ersten Kunstwerke von Hans Scheuerecker mal mit Licht auf die Fassade gezaubert. Das waren so unsere ersten Projekte. Das haben wir dann in der Adventszeit auch an der ehemaligen Kunstsammlung in der Sprem gemacht und haben gesehen, dass die Leute das fasziniert anschauen und da gerne hinflaniert sind. Und jetzt hängen unsere Planen sozusagen zur Verschönerung des Baugerüstes in Branitz. Auch da kann Kunst einen Beitrag leisten, so ein schnödes Baugerüst plötzlich doch sehenswert zu machen und gleichzeitig zu zeigen, wir haben hier tolle Künstler in der Stadt. Insgesamt 10 Wettbewerbsbeiträge sind bei der IHK Cottbus eingegangen. Innenstädte beleben und das während der Corona-Pandemie fällt natürlich schwer. Trotz der aktuellen Situation hat man sich bei der IHK Cottbus dazu entschieden, den Wettbewerb durchzuführen. Viele Gelegenheiten, eine lebendige Innenstadt zu zaubern, hatten natürlich die Akteure in der Region oftmals nicht unter den aktuellen Bedingungen. Umso begeisterter waren wir natürlich, welche spannenden Ideen eingereicht wurden, welche fantastischen Projekte. Und an der Stelle möchten wir uns auch einfach mal bei vielen Akteuren, Initiativen, Verbänden bedanken, die nicht aufgegeben haben und weiter an diesem Thema dran geblieben sind, lebendige Innenstädte zu zaubern. Der Freundeskreis Artfrontale und der Stadtmarketingverband haben noch mehr Ideen, die sie umsetzen möchten. Ein ganzes Kunstfestival könnte man sich zum Beispiel auch vorstellen. Das Preisgeld soll jedenfalls in die nächsten kreativen Ideen fließen. Ein Ausflug mit dem Rad, begleitet von Musik und Gesang. Das bietet das Fahrradkonzert des Stadtmarketingverbandes Cottbus. Insgesamt 9 verschiedene Standorte können am Sonntag mit dem Fahrrad angesteuert werden. Vor Ort erklingt Musik von Klassik über Blasmusik, von Folk bis Italopop. Das Tourenticket ist bei Cottbus Service an der Stadthalle zu erwerben. Um die Teilnehmerzahl zu begrenzen, werden die Tickets in diesem Jahr gestaffelt verkauft. Die Startzeiten sind 9, 10 und 11 Uhr. Das Programm wird jeweils wiederholt, sodass auch später Startende noch alles hören und sehen können. Das war's schon wieder für heute bei LTV Aktuell. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Tschüss! Wir beide, Sie und ich, wir können jetzt echt was bewegen. Ich bin Maja Waldstein, 35, gebürtige Cottbusserin, und ich bin die SPD-Bundestagskandidatin für Cottbus und Spree-Neiße. Ich möchte, dass unsere Lausitz enkeltauglich wird. Ich habe selbst 2 Kinder und ich möchte, dass sie hier eine Zukunft haben. Ich stehe für eine Politik, die den Menschen zuhört, sie wertschätzt und aus den Gesprächen lernt. Ich stehe für eine Politik, die sich nicht kaufen lässt, weil ich nicht nur als Fußballschiedsrichterin unbestechlich bin. Ich stehe für eine Politik, die Lebensleistung anerkennt, die Unrecht aufarbeitet und sagt, wir machen den Osten stark. Gemeinsam können wir die Lausitz enkeltauglich machen. Und darum bitte ich Sie am 26.09. um Ihre Stimmen für die SPD. Ich kämpfe für Ihre Lieben und für Sie.
16 Jahren einsame Insel kehrt dieser Mann endlich heim in die Arme seiner Liebsten. Jetzt erzählt ihr doch mal, was ist in den letzten 16 Jahren bei euch alles passiert? Dieses Ozonloch-Thema, ist das eigentlich noch ein Ding? Hartz IV zum Beispiel, das gibt's doch nicht mehr, oder? Waffenexporte, Schere zwischen Arm und Reich, Rente, Gesundheit. Du kannst dir deine Einkäufe jetzt per Fahrradkurier liefern lassen. Genug Zeit verloren. Gemeinsam machen wir das Land gerecht. Jetzt, die Linke. Lassen Sie uns unsere Lausitz enkeltauglich machen. Dafür kämpfe ich um Ihr Vertrauen und Ihre beiden Stimmen für die SPD. Ihre Maja Waldstein. Internet in Turbospeed. Mit bis zu 400 Mbit pro Sekunde. Ab 20 Euro im Monat. Infos auf pure.com. Es gibt vieles, das uns mit unseren Kunden verbindet. Gradlinigkeit. Neugier. Die Liebe zum Detail. Oder die Offenheit für Neues. Und vielleicht ist das der Grund, warum wir einfach näher dran sind. Expert mit den besten Empfehlungen. Ist gesund. Käse ist frisch. Käse ist sinnlich. Käse ist reif. Käse ist verführerisch. Wenn Käse, dann aus dem Paradies. Du suchst wieder mal deinen Mietvertrag, die letzte Betriebskostenabrechnung für die Steuererklärung. Das ist nun vorbei. Mit der neuen App zum EGWohnen-Kundenportal. Die App ist gratis erhältlich. Einfach installieren und anmelden. Telefonwartezeiten einfach sparen. Jederzeit die eigenen Vertragsdaten sehen. Alle Dokumente finden. Alles auf einen Blick, auch den gesamten Schriftverkehr mit uns. Schnell und unkompliziert. Das Suchen kannst du nun vergessen. Ist Ihr Blutdruck auch zu hoch? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Und jetzt neu, Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Informationen unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Kontrastreiches, klares Sehen, ohne störende Blendung, mit der Wellness Protect Sonnenbrille der Firma Eschenbach. Mehr dazu erfahren Sie bei uns. Low Vision Cottbus, Ihr Fachgeschäft für vergrößernde Sehhilfen und Spezialsehhilfen, Friedrich-Ebert-Straße 16. Willkommen im Möbelzentrum Großräschen. Jetzt neu, Westmann Markenmöbel, eine der führenden Marken aus Deutschland und ein klimaneutraler Hersteller. Genießen Sie das Glück vom schönen Wohnen mit außergewöhnlichen Materialstärken für eine maximale Langlebigkeit. Außerdem totaler Räumungsverkauf in unserer Küchenabteilung mit bis zu 68% Rabatt. Möbelzentrum Großräschen, das größte Möbelzentrum in der Lausitz, direkt an der B96. Jetzt schnell sein, 45 Küchentester gesucht mit exklusiven Testervorteilen beim Küchenkauf. Gleich bewerben unter 0357 532220.
So why is it so hard to let you go? You go.